Das ist der Dicke, oder? Ja. Wenige Tage nach ihrem ersten Ausflug in das Mutter-Kind-Gehege steht die Entwurmung der 4 Tigerwelpen auf dem Plan. Während Mutter Maruschka im Innengehege ihr erstes Frühstück verspeist und sicher separiert ist, betreten die Zootierärzte Dr. Adriane Prahl, Dr. Michael Flügger und Tierpfleger Tobias Tarabat das Gehege. Vorsichtig muss jedes einzelne Tier festgehalten und mit einer bestimmten Menge an Entwurmungsmittel versorgt werden. Die Reaktion der Welpen auf die notwendige Behandlung ist völlig unterschiedlich. Während sich der kräftigste Welpe schon ziemlich wehrhaft zeigt, reagiert das nächste Tier nicht begeistert, aber wenigstens entspannt. Schön runterstupfen, so machst du das. Du machst das ja super. So, dann lass mal einfach los, mal gucken, ob der wegläuft. Der greift an. Ja, ganz vorsichtig. Kann gehen, ist alles gut. Wir haben sie heute jetzt den dritten Tag entwurmt. Das muss man dreimal nacheinander machen, um eine entsprechende Wirkung auf die adulten Würmer, die da drin sein können, zu bekommen. Und wie man gesehen hat, sie sind fit, sie finden das doof, das dürfen sie auch, weil es ist natürlich nicht schön, wenn man da irgendwas im Mund getan kriegt, was man eigentlich gar nicht kennt und nicht haben möchte. Aber da das Zeug fast geschmacklos ist, spucken sie das auch nicht bewusst wieder aus. Insofern geht das ganz gut so. Sobald die langen Zweibeiner das Gehege verlassen haben, beruhigen sich auch die Tigerwelpen schnell wieder. Tobias Taraba versorgt Tigerin Maruschka noch kurz mit ein paar großen Rinderknochen. Und dann wird der Schieber, der Mutter und Kinder voneinander trennt, auch schnell wieder gelüftet. Sofort kommt die hungrige Raubkatze und holt sich ihre wohlverdiente Beute. Im Moment wird natürlich jetzt noch bei Mutti Milch getrunken. Allerdings fangen die jetzt schon langsam an, halt auch an dem Fleisch rumzuknabbern und auch mal natürlich was zu probieren. Das wird in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen wird das auch deutlich mehr. Die bleiben jetzt erstmal eine Zeit lang hier auf dieser kleinen Anlage, damit sie das Wasser kennenlernen, damit sie größer werden, kräftiger werden. Und dann ist dann halt der nächste Schritt, dass sie dann halt auch auf die große Anlage dürfen. Während sich Maruschka liebevoll um ihre Jungen kümmert, wird Vater Jascha die erneuerte Anlage erst einmal für sich entdecken, bevor seine Kinder ihn in einigen Wochen dort kennenlernen dürfen.